Es ist genau, es ist exakt. Es sind jetzt hier die Minecraft News. Wir berichten, bevor wir uns informiert haben. Mein Name tut eigentlich nichts zur Sache. Er lautet aber Herr und Herr Meister. Here we go now. Halleluja, Minecraft-Freunde. Seid herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Survival. Heute einfach mal nur ein Überblick über Dinge, die wir bis jetzt hier in unserer Survival-Welt gebaut haben. Wir starten mal mit einem Blick von außen. Ja, und ich bin im Fly-Modus, weil ansonsten kann ich euch das hier leider nicht von außen zeigen. Aber aus dem gehen wir gleich raus. Wir gehen gleich wieder in den normalen Survival-Modus. Und ich möchte euch aber hier nur mal eben zeigen, wie das Ganze aussieht. Hier mit einem Shader Pack und meinem Texture Pack. Jetzt müsste ich kurz schauen. Ich meine, es ist Oblivion Resource Pack. Und zwar ist es das Floats HD an erster Stelle mit dem Oblivion an zweiter Stelle. Ups. Und mit dem Shader Pack V3 in Low. In Low absichtlich deswegen, weil hier sonst das Video leicht anfängt zu haken und die Map ein bisschen schlecht geladen wird. Und ja, je höher man geht, je heller sind halt eben auch diese Fackeln und auch die Glowstones und dann wirken die nicht mehr so hübsch. Deswegen in der Low-Variante. Hier in der Kuppel müssen wir noch ein bisschen mehr nach oben hin ausleuchten. Da müssen wir uns halt nochmal ein Treppchen hochbauen, um halt da oben noch ein bisschen mehr Licht reinzukriegen. Hier von außen, sehr schön eigentlich jetzt hier von so zu sehen, ist die Getreidefarm. Mehr wie ausreichend. Die Melonenfarm. Hier im unteren Teil ist Kuh- und Schaffarm. Nein, es ist noch keine Massenhaltung, die können sich da ja bewegen, oder? So, man hört schon wieder die Zischerei von dem Mobs. So, jetzt gehen wir mal hier oben hin und sind im Prinzip in unserem Startgebäude. So, jetzt muss ich aber doch mal das Schwertchen in die Hand nehmen, weil die beißt mir bestimmt gleich im Po hier. Das ist das Startgebäude. Ja, das haben wir noch ein bisschen umgebaut. Das war eben Dach oben. Haben wir zwei vorgezogen mit so einem, ja, so einem Art Torbogen hier, mit so einem Vorterrasse. Hier unsere ersten Felder. Werden jetzt so gut wie gar nicht mehr benutzt. Hau doch mal ab, du Kasper. Richtig erst weghauen hier, ja. So, wie gesagt, hier unsere ersten Felder. Die Zuckerrohrdinger hier, die ernten wir schon gar nicht mehr ab, weil es unwichtig ist. Und hier mal ein bisschen die Trophäen. So, jetzt gehen wir erstmal aus dem Fly wieder raus. Das brauchen wir nämlich jetzt nicht mehr. Ja, das ist von so einem Plugin hier, dass man jedes Mal, wenn man irgendwas wegklatscht, kriegt man hier so einen komischen Kopf. Und dann kann man den irgendwo hinsetzen. Nur irgendwann ist man voll. Na? Hier von innen. Denke ich, ist eigentlich ganz hübsch geworden. Gefällt das eigentlich ganz gut hier mit diesem Birkenholz als Fußboden und dem Eichenholz als Decke, als Wände halt eben die normalen Steine. So, dann gehen wir hier mal kurz zwei Etagen runter, landen hier an unserem Zaubertisch. Ja, ich habe jetzt leider nur noch 20 XP, ich hatte vorhin 39. Dummerweise hat die Aufnahme gestreikt, hat mal wieder nur die letzten Sekunden aufgenommen, aber ist nicht tragisch. Ich verzauber jetzt trotzdem, auch wenn es nur ein Level 20 ist, trotzdem mal ein Buch. 11, natürlich nicht viel, warum gehe ich mal von aus. Stärke 2, naja, gut. Weil normalerweise verzaubern wir eigentlich nur Level 30, weil alles andere ist Blödsinn. Wie ihr gesehen habt, Stärke 2, kein Mensch was mit anfangen. So, hier steht nochmal für Sicherheitsfälle ein Ofen, der Amboss und das ganze Kram, was man so zum Zaubern braucht. Um zum Beispiel zu verlängern, Glowstone und naja, Schüsseln, ein paar Diamanten zum Reparieren für den Fall der Fälle, bisschen Schwarzpulver und, was man so braucht. Hier die Grundzutaten, zum Beispiel Wasserflaschen,
Dann geht man hier einfach bloß hin, füllt die auf, packt die sich hier in den Braustand rein, nimmt man sich hier eine Netherwarze, so, schmeißt die in den Braustand rein, zack, dann kann die da durchrödeln. Und hier zum Beispiel ist ein wirkungsloser Trank. Und dann kann man halt dementsprechend da andere Sachen noch mit reinpacken, um weiter zu zaubern, zu brauen, nicht zu zaubern. Und kriegt dann solche Sachen wie so Heilung, feuerresistent und, und. Aber diese Crafting- bzw. Trankrezepte, die sind ja nun überall nachzulesen. So, hier wie unsere Bücher, das ist ein bisschen was aus den ganzen Höhlen, die wir bis jetzt gefunden haben, rausgekommen ist. Braucht man eigentlich auch nicht wirklich. So, dann gehen wir mal eine Etage runter. Ja, leider Gottes, wie gesagt, zweite Aufnahme. Hier unsere eigentliche Erntegeschichte, was das Zuckerrohr betrifft, damit man nicht so weit laufen muss. Dann hier in die Kiste rein. Und normalerweise sind es weg, wieder drei hoch. Die Mohrrüben ernten wir auch schon nicht mehr ab, weil ja, durch die Mobfalle, ich bin gerade ausgeleert, kommt hier genug an Karotten rein, dass man das eigentlich überhaupt gar nicht mehr verwenden kann, großhellig. Und von daher lassen wir es schon teilweise drin. Die Eier sind halt eben aus der Hühnerfarm, da gehen wir ja gleich runter. So, die Melonenfarm habt ihr ja schon gesehen. Relativ einfach, reingehen, ernten. So, alles eingesammelt. Zack, zack, zack. Und man geht wieder raus. So. An der Stelle machen wir jetzt aber erstmal einen kleinen Schnitt. So, da sind wir wieder zurück aus einer kleinen Unterbrechung. Ja, wir haben jetzt die Melonen einfach hier in die Kiste gepackt. Auch schon, wie gesagt, mehr wie genug drin. Hier die Getreidefelder, hätte ich jetzt bald gesagt, das Getreidefeld, was wir gerade von außen schon gesehen haben. Mal von innen. Hier lohnt sich das Ernten eigentlich auch nicht mehr, weil wenn man hier einfach mal reinschaut in die Kiste, ja, alles voller Brot. Isst kein Mensch so viel Brot hier. So, weiter geht's hier nach oben. Gehen wir einfach mal hier rum. Hier die Netherwarzenfarm, da geht's ins Nether. Hier der automatische Ofen. Im Moment nichts, was ich da reinschmeißen könnte. Und ja, hier einfach gehen wir jetzt einfach mal runter. Wir nehmen einfach mal den Fußweg und gehen einfach mal kurz runter in die Mobfalle, um einfach mal zu gucken, ob sich da eventuell vielleicht wieder der ein oder andere drin verirrt hat. Da geht's zur Mine runter. So, Türchen auf und einfach mal reingeguckt hier. Es ist Randale, also ist das Ding wieder voll. Ja, dann geht man kurz bei, klatscht hier alles weg. Geht relativ zügig, so, wenn man da nicht mehr rankommt, gibt es hier den Hebel. Dann ist er vorgeschoben und man kommt an die restlichen halt auch noch dran. Und kann somit XP sammeln ohne Ende. So, ja, machen wir so ganz leer. So. Wenn sie so gestellt ist, kommen keine Spinnen. Und wenn sie so gestellt ist, können auch Spinnen darunter kommen. So, hier unten die Kiste, wo der ganze Kram drin landet. Hier muss man natürlich ab und zu mal rein und ein bisschen grob aussortieren. Ich nehme jetzt mal Schwarzpulver raus, die Köpfe hier raus. Dann ein bisschen was von dem verrotteten Fleisch. Hier gucke ich mal, was hier noch drin ist. So, da fällt halt alles rein. So, den Großteil von dem ganzen Kram kann man hier einfach gleich in den Mülleimer rein tun, dass das verschwunden ist. Halt, da war noch ein Kopf. Die können auch weg. So, die brauchen wir nämlich nicht. Da haben wir schon mehr wie genug von. Oh, erschreckt. So, hier die Hühnerfarm. Der auch schon gesehen. Da gucken wir uns das Ganze jetzt einfach hier mal von hinten an. Die, ups, runtergefallen. Die Hühner hier oben legen Eier, die Eier fallen in die Trichter, werden durch die Trichter hier in den Werfer transportiert. Und jedes Mal, wenn hier ein Ei drin landet, gibt es hier ein Signal. Ist jetzt in diesem Texture Pack nicht ganz so schön zu sehen hier. Auf jeden Fall
schießt der Werfer die Eier hier vorne an das Glas ran. Ich habe mir verrottetes Fleisch aufgenommen. Und sobald die Hühner groß genug sind, kommen sie oben an die Lava, werden gegrillt und landen hier unten als gebratetes Hühnchen und Federn. Und somit hat man eigentlich immer genug zu essen und das leckt auch nicht. Also trotz, dass da jetzt reichlich Wasser an Hühnern drin ist und hier unten eigentlich immer irgendwelche Action ist, leckt es hier also nicht. So, dann gehen wir weiter. Hier oben ist die Kuhfarm, haben wir ja auch von außen schon gesehen. Da gehe ich jetzt, nee, da gehe ich jetzt mal nicht rein, die stehen alle vor der Tür. Hier den Weizen zum Vermehren. Können wir hier wieder rausgehen. So. Und gehen einfach diesmal mit dem Lift nach oben. Eine Etage hoch. Und schauen mal jetzt hier den Gang runter. Denn hier ist die Pilzfarm. Die Pilzfarm ist nicht so die mega effektivste. Es kommt hier ab und zu mal ein Pilz, aber naja, wäre noch nicht wirklich benötigt. So, dann haben wir die Kuppel. Die Kuppel habt ihr ja schon gesehen. Die haben wir ja in den letzten Parts haben wir die ja gebaut. Hier nochmal Zuckerrohr. Ja, habe ich leider in der ersten Aufnahme schon alles abgeerntet. Deswegen ist es jetzt noch nicht nachgewachsen. Und hier sollte eigentlich die Baumfarm entstehen. So, die Baumfarm. Hier habe ich vorhin einen Baum weggemacht. Ja, gut. Ist nicht nachgewachsen bis jetzt. Sollte eigentlich als Baumfarm dienen. Nur, wir haben festgestellt, dass die Bäume regelmäßig durch das Glas durchwachsen und das Glas kaputt machen. Somit ist das jetzt einfach hier zum Park geworden, denn Holz haben wir eigentlich auch mehr wie genug. So, was haben wir noch nicht gehabt? Ah ja, wir waren noch nicht unten am Angelsteg. Das heißt, da gehe ich jetzt mal schlupp mal runter. Jetzt hier lang. So, hier unten kann man ohne geärgert zu werden angeln. Und ja, man kriegt alles Mögliche hier raus. Ist überhaupt gar kein Problem. Also hier kommen nicht nur Fische raus. Ja, also schon verzauberte Bücher rausgeholt, verzauberte Angeln und allen möglichen anderen Klumpatsch. Ja, dieses Texture Pack, ich weiß nicht, ob es an der Kombination liegt oder am Shader liegt. Leider Gottes hier in der Mitte so ein Schnitt drin. Ist nicht so schön, aber lässt sich leider nicht vermeiden. Aber dafür ist eine Wasseranimation da und die Fackeln und Lichter sehen halt irgendwie auch interessanter aus. Da kommt ein Fisch. Zack, haben wir einen Fisch geangelt. So, dann können wir jetzt wieder nach oben gehen. Die Wege sind hier inzwischen sehr weit geworden. Vielleicht bauen wir nochmal eine Minecart-Bahn ein. Ein paar Schienen haben wir auch noch. Im Zweifelsfall werden halt neue gemacht. So, denn hier den automatischen Ofen, der gesehen. Nimmt einfach das Kram, schmeißt es hier oben rein. Es landet hier im Ofen. Ups, nicht mit der Angel. Es landet hier über den Trichter im Ofen. Wird gebraten und landet hier unten in der Kiste als gebratener Fisch oder halt im Stein, Glas, was auch immer. Ich vorhin leider auch schon ausgeleert, weil da war noch reichlich Glas drin, denn wir hatten vorproduziert gehabt an Glas und ja, haben halt einfach genug. So, Fäden packen wir gleich hier mal rein. Man kann also auch, was ist hier mit der Angel los, man kann hier oben auch das Holz reinschmeißen. So, das wird dann auch durchgekokelt, wird zur Holzkohle und landet hier unten als Holzkohle. Kann man auch mal Fackeln von machen. Ja. Jetzt, denke ich mal, haben wir eigentlich alles gesehen. Ja, wenn ihr Anregungen habt oder Vorschläge, was man hier eventuell sonst noch machen könnte, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Und ja, ich sag mal in diesem Sinne, verabschiede ich mich hier an Ort und Stelle und sage Tschüss und danke fürs Zusehen.